So ihr Lieben, herzlich willkommen und vielen Dank fürs Einschalten zu einem neuen Unboxing hier auf dem Kanal und einem Ersteindruck zum Fanatec DD Pro und dem Racing Seat von Next Level Racing. Das ist hier der FGT Lite, dieser klappbare. Der reicht eigentlich aus, habe ich so festgestellt, für das, seht ihr ja im Video. Ich will auch ja nicht lang schnacken, jetzt geht's hier gleich los. Erstmal vielen Dank fürs Einschalten, schön, dass ihr dabei seid. Wenn es euch gefällt, könnt ihr gerne ein Däumchen da lassen und ein Abo. Glocke nicht vergessen, mit einem Kommentar. Irgendwelche Anregungen oder sowas, könnt ihr auch gerne reinschreiben. Ich will jetzt ja nicht weiter lauern hier. Guckt euch das Video an, habt Spaß damit und dann sehen wir uns hier auf der Rennstrecke, Leute. Bis dann, bye bye. Macht's gut, viel Spaß. So, da sind die beiden Teile. Dann werden wir hier mal starten. Mit was starten wir denn? Ich würde sagen, wir starten mit dem Sitz, mit dem FGT Lite. Jo, das ist wie gesagt der FGT Lite. Es gibt ja noch den normalen, den massiven. Das Ding ist ja zum Zusammenklappen. Bin mir nicht sicher, ob das so okay ist für das Fanatec DD Pro, ob das so stabil ist, aber wir müssen es einfach ausprobieren. Dann starten wir hier mal das ganze Ding. Ich mache mal hier, den schieben wir hier mal beiseite, hier so ein bisschen in die Ecke. Da ist er. Das ist er. Ich sage es nochmal, das ist er. Ja, spielt keine Rolle. Hier, Rennfahrer drauf. Das könnten wir sein. FGT Lite. Ich hoffe, das reicht aus für die DD Pro. Falls nicht, geht er zurück und wir holen uns den massiven. Aber ich dachte mir so, da ich ja hier in meiner anderthalb Zimmerbude, dann kann ich das Ding auch beiseite schaffen. Steht nicht mitten im Raum die ganze Zeit oder irgendwo an der Seite im Raum. Weil der große ist ja doch 1,70 Meter lang, wenn der ausgefahren ist, hätte ich fast gesagt, wenn der in der Formula-Position ist. Und ich weiß nicht, ob das einem auf Dauer stört im Wohnbereich. So. Be fast or be last? Oh mein Gott! Da kommt so ein schöner Plastikgeruch hoch. Herrlich, Leute. Natürlich nicht. Es stinkt ein bisschen. Kleine Anleitung. In the box. Mal mit Werkzeug sogar. Alles mit am Start. Also müsst ihr euch hier keine Gedanken machen. Und der Zeugwerk. Alles wird gut. So, so, so. Das ist alles, was da drin ist, Leute. Und wo sind die Schrauben? Ach, hier. Hier haben wir die ganzen Schrauben. Dann machen wir uns das hier mal gemütlich. Schauen wir mal, was wir jetzt hier haben. Wie geht's los? Was haben wir denn hier? Epischen Schlüsselanhänger, Leute. Richtig cool. Mega. Join the community. Wenn du das hast, kommst du überall rein. Dann kannst du joinen. Ah ja, das geht ja. Halt. Ja. Ah ja. Ah ja. Ah ja, dann wird das hier so zugeschraubt. Okay. Da hinten rein. Der muss hinten rein, Leute. Hinten. Hinten muss der rein. So rum, wa? Jawohl. Da ist er. Boah, ich bin schon total am Ölen, Leute. Ist das bei euch auch so heiß? Unten noch die Mutter hing. Soll ich mal hier
Aber einen Kreuzschlitz braucht er dann doch selber anscheinend. Okay, den haben wir dran. Super. Fast fertig. Auf euch. Guck mal, es gibt auch YouTube-Video. Ist extra ein Bildchen hier. Könnt ihr das Ganze euch auch als Video anschauen. Ja doch, das ist richtig so. Die Frage ist halt auch, wie lange hält der, wa? Das ist ja auch noch so eine Sache. Diese Plastikschniepel hier. Was wahrscheinlich ohne gut ist, wenn wir einen Teppich drunter haben. So, Angel raus, auf wie geht's. Jetzt soll der ruf. Ich bin total am Ölen, Leute. Also richtig. Ganz schlimm. Gib mir mal meinen Schlüssel hier. Aber auf jeden Fall ist ein Teppich, wäre gut. Ist zwar hier Kunststoff hier unten, aber Teppich ist glaube ich schon ganz gut, wenn der da dran ist. So, weiter geht's. Jetzt haben wir... Ach hier, der kommt hier hinten durch, natürlich. Der Gurt. Ah, jetzt haben wir es. Okay. Alles klar. Oh, da ist die Mutter drin. Ja, ein bisschen aufpassen. Jetzt oben die Platte drauf. Ach, das ist hier für den Shifter. Die andere Platte. Shifter haben wir nicht. Brauchen wir noch nicht ranmachen. Können wir uns einen Kaffee draufstellen oder so. Mit einer Schraube. Na, wie man es halt braucht, wa? So wäre das dann. Ich glaube, ich lasse das erstmal weg, weil ich habe eh keinen. So, im Grunde sind wir eigentlich fertig. Die anderen Schrauben sind alle für die Lenkradhalterung, die dann noch bei liegen. Ja, da können wir die Pedalen einstellen. Das machen wir gleich mal. Linksrum ist immer lose, Leute. Okay, aber ich möchte ja eigentlich eher F1 spielen. So sind wir erstmal fertig, Leute. Das ist hier erstmal der Stuhl. Dann machen wir das hier auf. Zack. Zack.
machen den nach oben. Irgendwie so. 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 Aber das ist ja schon tief, wa? Eieiei. Zeig ich mal. Da muss ich ja mal kurz. So, ganz easy, geht man jetzt hier rein. Irgendwie so. Ach du Scheiße. Okay. So ein bisschen. Ist alles so ein bisschen am Arbeiten hier. Schauen wir mal. Stellen wir mal aus hier, machen wir mal die Tür auf. Boah. Also für alte Leute ist das ganz schön tief. Dann müssen wir das hier hinten noch ein bisschen höher stellen hier. So war, würde ich sagen. So könnte das gut sein. Ich schieb die mal ein bisschen hier rüber. Dann sieht man ein bisschen mehr vom Stuhl. So. Gefällt mir nicht so. Das ist hier so. Das ist hier, wo die drin stecken. Da hast du das Spiel. Nicht mal unbedingt. Hier in dem Scharnier. Das ist eigentlich fest, sondern hier, wo der zusammengesteckt ist. Das ist nicht so schön, finde ich. Das ist es, den mach ich mal wieder raus. Den brauchen wir erstmal nicht. Ja, das ist der Stuhl. Der Aufbau ging ja eigentlich so. Was hat das jetzt gedauert? Ich glaube, das schaffst du, weiß ich nicht, halbe Stunde, 20 Minuten. Ich setze mir mal noch mal rein. So. Tür auf. Kollegin. Eieieiei. Oh. Ich bin ja da eh noch völlig. Für mich ist das ja alles Neuland, Leute. Also generell Sim Racing ist ja für mich alles Neuland. Aber ich hab Bock. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Das ist das, was zählt. Man muss einfach Bock haben. Und dann machen wir das einfach. Fanatec DD Pro GT DD Pro. Gran Turismo DD Pro, Leute. So, da ist das Ding. DD Pro. Richtig geil. Machen wir jetzt mal auf hier. Hier haben wir noch eine kurze Anleitung. Hier ist die Rechnung. Katsching. Erstmal das Lenkrad. Was mir nicht so gefällt, ist, dass das hier so ein Gummi ist. Also das ist schon. Also, das ist dann, glaube ich, schon besser mit Handschuhe oder auf jeden Fall vorher immer die Hände waschen. Also optisch so. Das ist auf jeden Fall ganz geil, finde ich. Hier mit der Alu-Optik. Das ist natürlich Plastik. Gefällt mir so erstmal gut. So, hier haben wir die Kabelze. Alles hier mögliche hier, Kabel, Nutensteine für die Befestigung nachher. Dann haben wir hier noch das Netzteil. Ich habe das 5 Newton, also die 5 Newtonmeter, Newtonmeter Version, also die Standard. Ihr könnt euch noch ein anderes Netzteil holen für 160, glaube ich, 159 Euro kostet das. Dann habt ihr 8 Newtonmeter, also dann habt ihr ein bisschen mehr Dampf im Betriebe, ein bisschen mehr Bums hinter. Die Tischhalterung, die brauchen wir eigentlich nicht, könnten wir aber auch benutzen hier, glaube ich. Ich glaube, die könnte man hier auch nehmen. Aber wir werden das, glaube ich, direkt verschrauben. Hier ist das Gegenstück, was unterm Tisch kommt. Dann haben wir jetzt hier die Wheelbase. Schon einiges an Gewicht, das Ding. Ich
Hinten die Anschlüsse. Jo. Und das ganze Gerät könnt ihr hier an der PlayStation benutzen, am PC und an der Xbox. Allerdings braucht er denn für PlayStation bzw. Xbox das richtige Lenkrad. Glaube ich, also für Xbox auf jeden Fall. Da braucht er ein speziell Xbox-zertifiziertes Lenkrad. Das können wir da nicht benutzen. Am PC schon, an der Xbox leider nicht. So, dann haben wir hier die Pedalen. Auch ganz nice. This is it, Leute. Das ist der ganze Kladderadatsch. Und das werden wir jetzt hier mal irgendwie versuchen zu befestigen. Und hier alles anzuschließen. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt, wie sich das damit zockt. Ob das überhaupt so geil funktioniert, wie ich das hoffe. Bin ja ein bisschen, mal gucken mit dem Gerät. Wie gesagt, ich wollte mir eigentlich so ein stabileres holen. Kostet doppelte, steht immer im Raum. Das müsst ihr euch schon vorstellen, dass hier das Teil, was ihr jetzt da seht, FGT, immer hier im Wohnzimmer steht. Boah, das war so ein bisschen... machst du das? Willst du das? Macht dir das Spaß? So, ja, habe ich erstmal mich dafür entschieden. Schauen wir mal, ob es die richtige Entscheidung war oder ob man sich da irgendwann denn sagt, hättest du mal. Egal, wir machen weiter. Wir versuchen jetzt mal hier das Ding hier anzubauen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir die Nutensteine und was für die Tischhalterung. Das ist ein USB-Kabel, was zum PC oder zur Konsole oder ja, was dahin führt. Hier haben wir den Netzsteckerkabel. Und was haben wir hier noch? Ein paar Hülsen. Was sind das? Abstandshülsen. So, dann haben wir hier natürlich noch Aufkleber. Epische Aufkleber, Leute. Richtig geil. So, für was sind diese Hülsen? Okay. Aber die Hülsen habe ich noch nicht gefunden hier. Für was sind diese Hülsen? Hülse. Hülse. Wo ist die Hülse? Tja, Leute. Die ist halt da, Hülse. Habt da Hülse. Also das Netzteil, falls es interessiert, hier 90 Watt, Leute. Okay, ja, habe ich nicht gefunden. Weiß ich auch erstmal nicht, wie weit die sind. Denn, ja, ist halt so. Wir machen zuerst die Pedalen. Das hier ist für die Pedale. Ich weiß nicht, ob ich mir die weiter zusammen machen soll. Wartet mal, wenn man jetzt so Dosen drin sitzt. So. Ja. Ich weiß noch nicht, Leute. Ich lasse erstmal so. Ändern kann ich es ja immer noch. Aber dann müsst ihr hier die Schrauben lösen. Das sind 4 Stück jeweils. Und dann könnt ihr das, hier habt ihr hier die Löcher, könnt ihr die hin und her schieben. Und ihr könnt euch ja noch eine dritte kaufen. Wheelbase. Hier, wir müssen hier hinten hin. Weil hier drüben ist irgendwo noch ein Anschluss. Der ist aber für die dritte Pedale, Leute. Nicht darin stecken, sondern hier raus. Steht auch dran, Wheelbase. Also kann man gar nicht groß falsch machen. Dafür ist die Hülse, oder? Wartet mal. Ja, dafür sind die Hülsen. Hier, Abstandshalter, Leute. Abstandshalter. Also wenn ihr die vorne auch befestigen wollt, braucht ihr die. So, wo haben wir denn jetzt hier die Schrauben? Das ist das Schöne bei dem Next Level Racing Stühlen an sich, Rigs. Da sind Schrauben bei. Ach, guck mal, Leute, hier habt ihr. Ganz witzig. Da ist der Kreuzer. Am Imbus mit dran. Ich nehme alle zurück. Kreuzschlitz ist auch dabei. Leute, ich bin so gespannt.
wie gesagt, das ist ja meine erste Erfahrung hier mit so SIM. Und ja, ich freue mich einfach. Ist einfach schön. Dann probieren wir mal hier den hier ranzumachen. Da haben wir hier die Schienen für die Nutensteine. Die kommen hier rein geschoben. So. Drei Stück. Zwei könnten aber auch reichen. So, dann gucken wir mal, ob wir das jetzt hier drauf bekommen. Also der hat schon mal, das ging schon mal. Allerdings ist er zu weit. Dann kriegen wir die anderen Bienen nicht mehr auf. Also ich glaube, wir können nur zwei nehmen. Ich habe auch gesehen, da haben Leute diese Platte hier umgedreht. Das wäre doch besser, weil der denn hier so abgeschrägt ist. Könnte ich mir schon gut vorstellen, ja. Und wenn gar nichts geht, kann man ja immer noch die Tischhalterung nehmen. Ne, die ist jetzt dran. Aber ich glaube, wir müssen uns die auch umdrehen, Leute. So, drehen wir uns die um. So, und falls jetzt einer sich fragt, was hat denn hier der ganze Quatsch hier kostet? Also dieser Stuhl kostet 250, ja, ist eine ganze Ecke Stange, eine Stange hier hält. Dafür, dass das wahrscheinlich nicht ganz so ausreichend ist für das Lenkrad, beziehungsweise für die Wheelbase. Aber laut einigen Tests soll das wohl noch funktionieren damit. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und das Fanatec DD Pro GT hier, was ich jetzt hier habe, kostet 6,99. Also bist du knapp mit einem Tausender, bist du hier mit am Start. So, ja, das gefällt mir besser. Aber vielleicht muss sie auch noch ein Stück nach hinten. Ich weiß es nicht. Ach, so ist auch schön. So kann man auch, könnte ich jetzt auch hier schön den Nickerchen machen. Okay. So, Leute. Das Ding ist dran. Super. Denn kommt jetzt hier der Kabel rein. Wo ist mein Licht? Ich brauche Licht, Leute. Ich bin alt und ich brauche für alles immer Licht. Pedals. Jetzt brauchen wir eigentlich nur den Strom, wa? Natürlich muss das jetzt hier noch ein Stück gedreht werden. So. Ich hoffe, das ist stabil, Leute. Mach erstmal so. Schauen wir mal. Okay, Leute. Jetzt haben wir das ja fast. Dann können wir gleich die PlayStation anwerfen. So, hier müssen wir irgendwie das Kabel noch verlegen. Warte mal, ich habe so epische Klettbänder.
habe ich mir mal gekauft. Nee, weiß ich jetzt auch nicht, wo ich die habe. Aber wie gesagt, könnt ihr euch hier mit Klettbänder, ist eigentlich am besten, würde ich sagen. Hier so immer rum, denn hier so verlegt irgendwie. Dann ist, glaube ich, am besten. Strom kommt hier in die Ecke. Oh, ist drin. Habe ich hier noch irgendwo eine Steckdose frei? Leute, gleich geht's los. Ich bin aufgeregt. Episch, Leute, episch. Erstmal hier in der Mitte so, dass das nicht stört. Beim Gas geben, hier für den ersten Test. Nur mal kurz die Hose, nee, noch mal raus. Oh. So ist offen. Festzurren. Noch ein bisschen so. Ja, ist schon, also. Wie gesagt, hier die. Also man hat schon ihr Wissen Spiel so. Aber ich glaube, das geht so. Aber ich gehe erstmal raus. Stell die Kamera um. Und dann starten wir hier mal das Spiel, Leute. Richtig geil. Ja, let's go. Der Gerät fährt hoch. So, ihr Lieben, ich bin drin in meinem Seat hier. Im FKGT Lite. Ich setze meine Kopfhörer auf. Die PlayStation ist an. Und ich bin gespannt, Leute. Mal gucken, was passiert. Wir gehen mal auf PlayStation Mode. PC haben wir jetzt. Ist Xbox. PS4, PS5. So. Machen wir das Ding mal. Drücken wir mal die PlayStation-Taste. Oh! Wird direkt erkannt. Wir drücken X. Und wir sind. Jetzt seht ihr natürlich leider nicht, was ich hier rum drücke. Aber wir starten mal, Leute. Ich bin heiß. Ich hab Bock. Let's go. Einstellungen. Steuerung da unten. Vibration, Force, Feedback. GTDDD Pro, Leute. Das sind wir. Gucken, was wir jetzt hier so alles haben. Vibration, Force, Feedback. Stärke von Vibrationen. Sagen Effekte der Strecke 50. Abseits der Strecke ist alles auf 50. Lassen wir mal so. Maximaler Lenkeinschlag 360. Ja, das ist richtig. Also 180 Grad. Und Supercars haben 900. Okay. Wir machen erstmal aus. Wir machen erstmal das, was standardmäßig so ihr wollt ist. Guck mal, hier können wir noch was zuweisen. Nach links schauen, nach rechts schauen. Ist ja, wir wollen erstmal einfach, ich will einfach starten. Ich würde das jetzt hier mal machen. Los, komm, let's go. Wo ist denn hier überhaupt die Kupplung? Warte mal.
Wow. Ah ja. Oh. Okay. Wow. So, mal gucken, ob wir jetzt hier auch eine schnellste Rennrunde fahren. Die Schwierigkeit ist gestellt auf 55. Hamilton ist schon in der Box. Oh, da haben wir uns. Wir haben eine Zeitstrafe erhalten, die mit der Gesamtrennzeit am Ende verrechnet wird. Boah! Wir spulen zurück, Leute. Was mir jetzt ein bisschen fehlt, was du wirklich hast beim Gamepad. Im Pedal. Im Gaspedal. Ein Feedback. Wo ist denn die Überholen? Hier. Wir können jetzt das DRS verwenden. DRS verfügbar. Boah, war zu stark. Wir versuchen mal nochmal einen Start, Leute. Oder hätten wir? Boah, verdammt! War schon ein bisschen besser. Wir sind schon mal nicht letzter. Ich bin jetzt hier so ruhig, weil ich einfach mich konzentrieren möchte. Ist jetzt natürlich ein bisschen blöd hier so einen ersten Eindruck. Aber. So, wir fahren jetzt mal eine richtig geile Runde, Leute. Epische Runde wird das jetzt. Ah. Bam! Eieieiei, Leute. Das war ein heftiger. Mach den Motor aus und warte auf die Marshalls. Also ich habe jetzt auf jeden Fall nicht den Eindruck. Dass das Ding hier total am Abwackeln ist, der Stuhl. Also ist auf jeden Fall machbar.
Man kann die Wheelbase damit benutzen. Muss man natürlich sehen im Langzeittest, wie das ausschaut. Wir können ja mal die Traktionskontrolle. Ach, die ist ja aus sogar. Ha! Ich wollte die gerade ausmachen. Wir haben es ja hier nur auf 70. Wir machen mal auf 100. So, mal gucken. Jetzt ist ein bisschen doller. Oh ja. Merkt man schon. Oha. Oh ja. Man merkt es auf jeden Fall, dass das jetzt, oh ja, stärker ist. Boah, da musst du schon. Eieiei. Ist ja natürlich jetzt hier auch, wenn man jetzt hier, guck mal, wenn man ein bisschen zieht am Lenkrad und so, ist schon, also ist schon wackelig, aber wenn man sich zusammen, also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier wirklich macht, hier wie so ein Verrückter dran rumzuwackeln. Geht, Leute, geht, kann man machen, als Einstieg auf jeden Fall. Ehe man sich hier für 5000 Euro irgendwas baut, 5000 Euro sind es ja nicht, sind ja denn so meist. Ich habe ja auch geguckt wegen so einem Alu-Rig. Allerdings bist du da mit den Alu-Profilen auch bei 600 Euro und Stuhl. Im Schnitt so 500 bis 600 Euro. Gezeigt, wie sein wachsendes Ansehen weiter stärken wird. Oh, da war ich mir jetzt nicht sicher. Wie gesagt, wenn das hier in der Bude steht, dann doch lieber so. Ist auf jeden Fall geil, Leute. Kann ich nichts anderes zu sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Die Frage ist natürlich, wie lange das alles so stabil bleibt. Hier könnte man sich vielleicht noch so ein großes Kissen reinlegen, dass man so ein bisschen mehr so Sportsitzfeeling hat. Start muss ich noch üben. Aber ist ja jetzt zum Testen. Oh, egal. So, jetzt hoch hier, Orange. Oh, oh, nicht zu zweit in die Orange. Boah, geil. Boah, das Lenkrad, Hammer. Oh, verzieh dich. Was natürlich ein bisschen ist, dass der Sitz, weil das ja so ein bisschen mitarbeitet alles, die Vibration vom Lenkrad ein bisschen mit aufnimmt und, nehme ich mal stark an, auch abmildert, was so ankommt. Boah, hat das hier arbeitet. Eieieiei. So, jetzt. Jetzt sind wir drin.
Jetzt machen wir das. Wow! Ist der uns voll reingeknallt. Wir glauben, dass wir eine gute Alternative... Eieieiei. Voll hinten reingefahren. Was stimmt denn mit Magnussen nicht? Nein. Boah, zu dritt hier. Boah. Aber was haben wir ausprobieren können? Eine andere Ansicht, Leute. Nee, bleibt mal so stehen. Und er will jetzt, weil wir da Pause gemacht haben, will er da wieder hin. Da muss man natürlich auch erst... Oh! Kann ich sehen, war an dieser Ansicht hier? Das ist ja richtig krass anders. Boah, guckt euch das an, Leute. Ja, wie gesagt, also Sitzposition könnte noch... Oder ich bin einfach so tief gerutscht. Kann natürlich auch sein. Kommen wir mal zum abschließenden, zu ein paar abschließenden Worten. So, Leute, was gibt's zu sagen? Ja, ist auf jeden Fall richtig geil, Leute, hier mit Lenkrad. Fetzt wie Sau. Sitzposition muss ich mir nachher noch ein bisschen was überlegen. Denn das ist hier noch nicht optimal. Denn ich habe immer denn so gemacht. Aber ich glaube, wenn man mit dem ganzen Fuß drauf ist, müsste du noch ein Stück ran. Bin mir aber nicht sicher. Aber nichtsdestotrotz, es funktioniert mit diesem Seat. Aber wie ihr seht, ist natürlich alles hier so ein bisschen, arbeitet ein bisschen. Beim Zocken selber merkt man es nicht so, aber wenn man jetzt zum Beispiel fertig ist mit der Runde und man bewegt sich so ein bisschen im Sitz, merkt man schon, dass das hier alles rutscht und flutscht und nicht ganz so stabil ist. Das Force Feedback, das kommt eigentlich ganz gut an. Ein bisschen was wird natürlich über, auf den Sitz übertragen. Und ja, das ist halt eine billigere Einstiegslösung. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich behalte den jetzt aber, glaube ich, erstmal und ich werde das so ein bisschen versuchen hier. Und wenn mir das jetzt doch auf den Keks geht nach einem Vierteljahr oder so, werde ich mir dann doch eine andere Lösung suchen.
und die dann was stabiler wird, was halt immer dann hinten neben dem Bücherregal da Platz, also seinen Platz finden wird, der dann immer rüberrollen muss. Ja, Leute, wenn ihr Interesse habt und das machen wollt, macht es. Es macht Spaß. Also, vielen Dank fürs Zusehen, schön, dass ihr dabei wart. Das war Unboxing und erster Eindruck vom GTDD Pro von Fanatec und von dem FGT Lite von Next Level Racing, Leute. Hier. Tada! Mega nice. Also, bis dann, bye bye, macht's gut. Ich wünsche euch was. Passt auf euch auf, bleibt gesund und lasst es euch gut gehen. Bye bye.